Unsere Lösung hat eigentlich drei Rubriken. Das Geschäftsmodell, das heißt, produzieren eine Umgebung, die voll vernetzt ist, zeigt, wie es geht und bilde Coaches aus. Bringe Kollegen rein, das ist das zweite, den Leichtbauroboter, in einer vernetzten Umgebung, schaffe Kommunikation zwischen Robbys und Menschen und integriere den Menschen über die Plattform, über eine eigene Mitarbeiter-App und so weiter. Und unsere Lösung ist, Wissen reell zu transferieren. Sie müssen sich vorstellen, wir differenzieren die Arbeit. Wir sagen, wofür steht quasi der Mensch morgens auf? Also was zeichnet ihn aus? Der Mensch zeichnet in unserer Meinung aus, oder nach unserer Meinung aus, dass er sich komplex bewegen kann, dass er über Sachen nachdenken kann, dass er Lösungen und Zukunft gestalten kann, weil er sich kognitiv zusammensetzen kann. Und diese Auszeichnung, diese Stärke dieses Menschen wollen wir ihm überlassen. Aber wenn es darum geht, dass er sich irgendwo bückt oder irgendwie was Monotones macht, was wirklich nicht schön ist, ne? Und was einen auch verblödet. Ne? Es gibt ja den Spruch, ich verblöde auf der Arbeit. Ja? Warum ist das so? Ja? Weil wir den Menschen sagen, ja, du sollst das machen. Ne? Und erwarten dann auch noch als Unternehmer, dass der Mensch motiviert ist. Also das passt nicht zusammen. Ne? Wenn wir wollen, dass die Menschen bei uns arbeiten wollen und auch motiviert sind, dann sollten wir ihnen auch motivierend eine Arbeit geben. Ne? Dann sollten wir ihnen auch die Möglichkeit geben, die Arbeit mitzugestalten. Und dann brauchen sie halt den Leichtbauroboter. Sie brauchen ja irgendwie immer noch einen, der das macht. Ne? Und der sich nicht beschwert darüber. Das ist der Kollege Leichtbauroboter, den wir dann da, genau da einsetzen, wo wir sagen, was so einfach, monoton ist, ne, was immer wiederkehrend ist, das kannst du machen oder was eine unschöne Arbeit ist, das machst du. Und alles andere übergeben wir den Menschen und lassen ihn das dann gestalten. Halt. Wir haben eine Produktionslinie, wo wir irgendwie Kleber auftragen müssen. Was kleberhaftiges Auftragen ist nicht schön, man hat die Finger drin. Und so. Wir müssen ein Plasma aktivieren mit einer Oberfläche. Das ist so wie eine brennende Flamme, wenn Sie so wollen. Ist aber keine Flamme. Das sind Arbeiten, bis dato musste der Mensch das machen. Aber das sind keine Arbeiten, die ihn auszeichnen. So, da haben wir es geschafft, dass der Roboter quasi die unschöne Arbeit übernimmt. Und den Menschen haben wir jetzt die Zeit gegeben, das Finishing zu machen, die schöne Arbeit. Und sich darüber nachzudenken, wie kann ich den Prozess weiter verbessern? Was brauche ich denn noch? Was gibt es für andere Produkte, die ich noch machen kann? Netflix ist ein riesiger Konzern oder ein riesiges Unternehmen, ein riesiges Start-up geworden. Die haben aber eine einzige Regel im Unternehmen: Handeln im Interesse des Unternehmens. Wenn Sie sich zum Beispiel deutsche Unternehmen oder Industrieunternehmen anschauen, die haben einen Katalog von Regeln, dann haben Sie noch einen Katalog, wie man diese Regel bedienen soll. Und wir sagen einfach, das brauchen wir nicht. Ne? Gib doch den Menschen, wenn du ihm sagst, handel im Interesse des Unternehmens und nach bestem Gewissen letztendlich, dann, und er macht das so, dann ist es top. Was wollen Sie mehr? Ne? Und wenn Sie Regel auf Regel und Regel schaffen, dann haben Sie meistens, trauen Sie sich ja gar nicht, was zu machen, weil da kann ja irgendwo einer sitzen, der sagt, das darfst du nicht machen.